Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich mir gedacht, quatschen wir heute ein bisschen über den Rapper Enno, denn er war in letzter Zeit nicht so gut drauf und wurde auch ein bisschen provoziert. Ihr habt alle das Video gesehen, es hat auf Insta die Welle gemacht, das ist auf YouTube das Video. Noch wurde es nirgends runtergenommen. Ich hätte jetzt gedacht, dass die irgendwie alles claimen werden, alles runternehmen werden. Mois hat auf jeden Fall gleich ein Video dazu gedroppt. Eno war nicht gut drauf. Der es gesehen hat, hat es gesehen. Der es nicht gesehen hat, kannst es noch gerne anschauen. Ich werde es unten einfach verlinken. Und alle denken sich so jetzt, hä, warum? Warum erwähnst du das jetzt und so? Die Sache ist die, er hat ja mal ein Video hochgeladen, wo er gesagt hat, dass wieder eine neue Anzeige reingekommen ist und so. Und ich habe dann einen Screenshot davon gemacht, okay, wo er das so ein bisschen ins Bild gehalten hat. Und ich habe geschaut, okay, das war das Hype Awards Video. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, die Sache mit Hype Awards ist ja geklärt, der Strike und so, die haben das Ganze zurückgenommen und so. Und es ist jetzt eine Unterlassungsklage von dem Rapper gekommen. Okay, habe mir das Video angeschaut, irgendjemand hat es auf YouTube gereuploadet. Dann habe ich mir so gedacht, hä? Okay, wie viele Rappernamen sind da jetzt so gefallen? Es sind nicht viele gefallen. Was weiß ich, wer war da? Suna oder so. Aber auch nur wegen Geil. Ich habe jetzt nicht mehr alles ganz genau so im Kopf, aber ich habe mir so gedacht, okay, der Einzige, um den es ging, war Enno. So, und dann ist eine Unterlassungsklage gekommen und dann macht er das Video über Enno, wo der anscheinend ein, zwei Fans geschlagen hat, beziehungsweise eine Klatsche gegeben hat. Natürlich haben wir ihn provoziert, auf jeden Fall, aber gerade wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, musst du aufpassen, da kannst du dir sowas nicht erlauben. Ist wie jetzt, wenn Mois in die Stadt geht und zwei, drei Leute klatscht, dann ist es morgen in der Zeitung, kommt nicht gut rüber, gerade Imageschaden und so. Aber ich habe mir auf jeden Fall gedacht, Digga, wenn diese Unterlassungsklage von Enno gekommen ist, beziehungsweise dem Alles oder Nix Label, und dann macht er so ein Video, was natürlich auch irgendwo rufschädigend ist. Gerade vor allem, weil sie Rapcheck verboten haben, das Ganze zu veröffentlichen. Dass das Ganze, wenn er es macht, später Konsequenzen haben wird. Das heißt, das Video ist auf jeden Fall real. Da ist schon was dran. Klar haben sie Rapcheck geschrieben, hey, nicht groß machen, ist ein Fake und so. Mois hat es direkt gemacht, der hat es groß gemacht. Wäre auf jeden Fall krass, also wenn ich das richtig interpretiert habe, dass die Unterlassungsklage von Enno gekommen ist und dass er dann das Video über Enno gemacht hat. Wer weiß, ob da noch was auf ihn zukommt. Ich hoffe nicht, aber keine Ahnung, ich habe mir so gedacht. Im Endeffekt, guck mal, das ist nur meine Meinung, so habe ich das interpretiert. Ich habe gedacht, es kommt nur Enno in Frage. Kann auch sein, dass er es nicht war. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Aber wie gesagt, schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was denkt ihr, um wen geht es da? Könnte ich recht haben, könnte ich nicht recht haben. In diesem Sinne, Peace und bis zum nächsten Video.